Internat, da habe ich sofort total viele Klischees im Kopf. Also so, da wird man reingesteckt, damit man auch ja gute Noten schreibt oder wenn es halt zu Hause mit den Eltern nicht mehr läuft. Aber wie ist es wirklich? Als erstes steht für mich Mittagessen an. Das müssen wir still sein. Ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. In diesem Sinne, guten Appetit. Wie lange bist du hier schon? Erst mein viertes Jahr jetzt. 4 Jahre schon. Ja. Weißt du noch, wie es war, hierher zu kommen? Ja, die erste Woche war richtig schlimm. Also da habe ich wirklich auch viel geweint und so. Viel mit meiner Mama telefoniert, aber dann nach 1-2 Wochen war das weg. Also es ging echt mega schnell. Ist es so, dass du wirklich hier sein wolltest oder dass dann auch deine Eltern gemeint haben so, hey, wäre doch nicht schlecht, oder? Nee, also das war aber schon. Also es gibt bestimmt immer wieder Leute, die nicht komplett freiwillig kommen, aber bei mir hat es angefangen mit Hanni und Nanni und sowas. Mhm. Internat und alles. Und dann wollte ich auch unbedingt hierher kommen. Und jetzt haben wir hier das kleine Schloss und das große Schloss. Ja. Im kleinen Schloss wohnen nur die Mädchen und im großen Schloss nur die Jungs. Wie ist das eigentlich generell so zwischen Mädchen und Jungs? Ja, also wir können schon alle beieinander sein und so, aber es gibt halt ab dann Bettgehzeiten. Also bei mir wird um 22 Uhr zugemacht. Da ist du. Da ist zu. Was halt hier schon auch noch eine große Rolle spielt, sind einfach Regeln, an die du dich halten musst. So. Und das muss dir, glaube ich, wirklich klar sein, wenn du in ein Internat gehst, dass es dann halt echt auch mit ein paar Freiheiten vorbei ist. Was vermisst man am meisten am Anfang? Eigentlich schon die Eltern am Anfang. Echt? Auch, ja, so alleine. Weil man alleine auf dem Zimmer muss alleine aussuchen, was man anzieht. Muss alleine alles machen. Ja, meine Mutter hat es immer rausgelegt für mich. Du kannst das anziehen. Ich so, okay. Und jetzt hier, da hing mir so, boah, was zieh ich morgens an? Aber es geht schon. Was hast du heute angezogen? Jeanshose. Ja, okay. Egal. Weiße Socken. Egal. Aber du schickst dann immer noch deiner Mutter ein Foto, was du anhast, oder? 1, 2, 3. Er bleibt an der Lippe kleben. Ich komm mal. Ja. Ist ein bisschen anders hier, so, als ich es kenne, ist wirklich so wie Schullandheim, nur die ganze Zeit. Es ist einfach so ein ganz enger Mikrokosmos, aber wo ich jetzt normal denken würde, so, mir wäre es vielleicht fast ein bisschen zu eng, so dass du die Leute immer wieder siehst, immer die gleichen Leute, habe ich das Gefühl, dass die meisten Leute, die hier sind, finden es okay. Also das stört die gar nicht. Das ist eher so, die gehen in einer großen Gemeinschaft auf. Wir, die Leute aus dem Internat. Also das ist mein Zimmer. Stockbett. In meiner Schulklasse gab es auch immer, klar, logisch, Beziehungen und so. Wie ist das hier? Ist es ein großes Thema? Ja, also habe ich auch selber gehabt hier. Okay, wie war es? Deswegen kann ich auch sagen, also es ist klar, dass es eigentlich ist es cool, wenn man sich so oft sieht und viel miteinander machen kann, aber es ist halt auch... kann auch anstrengend sein, dass man halt dann einfach denkt, okay, jetzt würde ich auch gern mal den ganzen Tag alleine sein und ja, man wohnt halt zusammen quasi und das ist, ich meine, die meisten Beziehungen, also meisten Pärchen ziehen ja erst nach, keine Ahnung, ein paar Jahren zusammen und wenn man hier halt direkt vom ersten Tag an zusammen wohnt, das ist dann schon, kann schon komisch sein. Mhm. Ja, ist schon eine Weile her mit der Schule bei mir. Aber die Coolen sitzen immer hinten. Die Industrieländer und die Entwicklungsländer und die Beziehungen zwischen beiden. Sind deine Noten besser, seitdem du im Internat bist? Ja, weil wir diese regelmäßigen Lernzeiten haben. Und daheim habe ich ja nie regelmäßig was gemacht, weil ich auch voll viel andere Sachen machen konnte. Aber da jeder was machen muss, setzt man sich dann schon hin und schaut sich seine Sache an. Also Lerngruppen, die sich dann so im Schloss hier zusammenfinden? Kann man sich ganz gut gegenseitig unterstützen, was man zu Hause vielleicht nicht hat. Also wenn die Mama nicht da ist oder irgendjemand, hier haben wir immer Hilfe, helfen uns gegenseitig. Und was ist die größte Umstellung? So viele neue Regeln. Ja, also 10 Uhr im Zimmer sein mit 18 ist schon... Mal ist man erst um 1, 2 Uhr zu Hause und hier halt um 10 Uhr schon im Zimmer. Und wie ist es dann ohne die Familie zu sein? Ich habe mit der Familie eh nicht so ein großes Verhältnis. Wir sind eh jetzt nicht die größte Zusammenschluss gewesen. Wir sind halt eine große Familie. Wir sind insgesamt 6 Kinder plus Mutter. Vater ist halt geschieden, getrennt.
da war nie so richtig so die Bindung. Bei dir war es auch klar, du wolltest von zu Hause weg. Und du ja, meine Mom kann auch nicht uns alle um uns herum haben. Sie arbeitet bis nachts, kommt nach Hause und sieht uns, chaotische Familie. Und das geht natürlich nicht. Ja. Da war mir auch klar, dass ich dann von zu Hause wegziehe. Also was ich total interessant finde hier ist, wie unterschiedlich die Leute sind. Du hast schon Leute so aus einem guten Elternhaus, die sich so ein Internat auch leisten können. Dann hast du Leute, die schon ein Problem auch zu Hause hatten. Und was ich extrem spannend noch fand, war, dass hier auch zum Beispiel unbegleitete minderjährige Flüchtlinge sind. Ja, etwas leisten. Wie lange machst du schon Deutschkurs? Also intensiv, seit einem Jahr mache ich Deutschkurs. Ein Jahr hier? Ja. Weil aus welchem Land kommst du? Ich komme aus Afghanistan, mhm. Aber ja, eigentlich, ich bin im Iran aufgewachsen und ich habe Afghanistan nicht gesehen. Ja. Dein Zimmer. Ja, genau. Wie kam es eigentlich, dass du dann im Internat jetzt bist? Ich habe meinen Vormund erzählt, dass ich im Iran in der Schule war und fast ein Abitur gehabt. Und danach habe ich mich entschieden, dass ich hier komme und weiter zur Schule gehe. Und deine Mutter lebt noch im Iran? Meine Mutter und meine Geschwister wohnen noch im Iran. Mhm. Ja. Das ist deine ganze Familie? Ja, er ist mein Bruder, er ist meine Schwester, er ist mein Bruder, sie ist meine Mutter, ja, sie ist meine Schwester. Wie viele Brüder hast du dann? Wie viele Schwestern? Ich habe insgesamt 4 Brüder und 2 Schwestern. Mhm. Ja, und ich liebe sie. Und wie kommst du damit klar, dass du... Eigentlich, wenn ich ehrlich sage, ich komme bis jetzt auch nicht ganz klar. Ich vermisse immer meine Familie, aber ja, wie ich gesagt, ich habe keine andere Wahl. Wenn ich nach Afghanistan gehe, die Gefahr ist sehr hoch, dass ich sterbe. Ich habe keine andere Wahl. Ich muss irgendwie klarkommen. Und was fehlt dir am meisten? Liebe. Liebe von Familie. Wie gesagt, bei uns ist Familie am wichtigsten. Ja. Wirklich, es gibt nichts wichtiger als Familie bei uns. Also ich kann total verstehen, dass du deine Familie vermisst und deine Familie sehen möchtest und singst so ungerecht. Ja, und ich diskutiere wirklich gerne mit den Schülern oder die Schülerinnen oder die Schüler, die hier sind. Ich sage immer, warum verbringt ihr nicht ihre Zeit mit ihrer Familie? Familie ist am wichtigsten. Aber wir haben manchmal, manche Deutsche können das nicht verstehen. Die sagen, nee, Familie, warum? Familie ist wichtig. Es gibt viel Wichtiges. Er war derjenige, der mir eigentlich am meisten klargemacht hat, wie wichtig eigentlich zum Beispiel Familie ist. Das war echt der Moment für mich, so, wo ich gemerkt habe, so, hey, ja, wenn du nämlich wirklich keinen Kontakt mehr mit denen haben kannst, weil du tausende Kilometer davon entfernt bist, dann spürst du das wahrscheinlich erstmal wirklich, wie schlimm es dann ist, wenn du keine Familie hast. Wow. Also ich wollte nur sagen, heute ist Bar. Also 21:30 könnt alle. Heute ist Bar. Es geht hier sehr schnell los, weil die Bar hat auch nur 1,5 Stunden geöffnet. Also wenn du tanzen willst, musst du jetzt tanzen. Jetzt gibt's Alkohol. Ne? Hier gibt's Alkohol. Aber es gibt auch eine Alkoholregelung dazu. Klar gibt es eine Alkohol. Ja, also Regelung heißt, ab 16 ist Alkohol erlaubt. Wie glaubst du, wie hat es sich verändert, dass du ins Internat gekommen bist? Ich habe mich, glaube ich, mega verändert, weil ich auch so viel offener geworden bin durch die ganzen Leute kennenlernen. Okay. Und auch mit meiner Familie. Es ist eigentlich voll schön geworden, wenn wir halt am Wochenende dann was machen. Oder es ist halt ganz anders, wenn man sich dann wieder sieht. Ah, also das Verhältnis ist dann besser geworden. Bei mir war es jetzt noch nie wirklich schlecht, aber ich habe schon das Gefühl, dass es noch besser geworden ist, ja. Könntet ihr euch vorstellen, im Internat zu leben? Schreibt es mir in die Kommentare. Und wenn ihr wissen wollt, was ich als nächstes mache, dann abonniert meinen Kanal.